So, jetzt geht es um das Thema Kunstfasern. Haben bestimmt viele von euch schon mal ein Holz gespielt, wo eine Kunstfaser mit eingebaut ist. Ja, was gibt es überhaupt zu Kunstfasern alles zu erzählen? Ja, wir haben hier jetzt auf dem Tisch drei verschiedene Kunstfasern liegen. Das sind allerdings jetzt nur Fasern, die wir bei Soulspin einsetzen. Die Vielfalt auf dem Markt, die ist natürlich unheimlich groß. Da gibt es wirklich tausende von verschiedenen Fasern. Aber wir haben hier einmal eine Basaltfaser, dann eine reine Kohlefaser und ein Cylon-Carbon-Gewebe. Alle drei werden bei uns in unterschiedlichen Hölzern eingesetzt oder sogar der Kunde kann sich aussuchen, wo er die hinhaben will, ob er die direkt unter die Decklage haben will oder in die Mittellage integriert haben will oder relativ nah am Kern. Das ist also alles machbar und es ist auch unterschiedlich, je nachdem, wo eine Decklage, eine Kohlefaser oder eine Faser überhaupt eingearbeitet wird. Hier haben wir jetzt zwei Hölzer, das sind Roots 8 und Roots 9. Beide haben Cylon Carbon drin und beide haben sie unterschiedlich drin. Bei dem Roots 8 liegt das auf dem Mittelfurnier und bei dem Roots 9 liegt es direkt unter dem Außenfurnier. Und wenn man dann einen Ball holt, ganz einfach, das ist außen, das ist weiter nach innen. Und je weiter man die Faser nach innen tut, desto langsamer wird der Schläger. Man kann es also ganz extrem machen, dann die Außenschicht zum Beispiel relativ dünn bis relativ nah an die Faser runterschleifen. Aber bei einem hellen Holz besteht dann die Gefahr, dann sieht man die einzelnen Fasern nachher da liegen. Aber damit kann man den Schläger dann richtig hart außen machen. Also die Unterschiede sind schon groß. Was gibt es von der ETTF für Bestimmungen zum Thema Kunstfasern? Also es dürfen eigentlich alle Fasern verwendet werden. Die Faser darf selbst nur über eine Dicke von 0,3 mm bestehen. Also dicker wie 0,3 darf die nachher im Holz nicht sein. Aber es ist nicht begrenzt auf eine nur? Nein, das ist doch auf eine Faser begrenzt. Also diese eine Faser, egal welche Faser Sie drin haben, die darf nicht dicker wie 0,3 sein. Aber ich dürfte jetzt zum Beispiel auch vier Lagen in dem... Richtig, für vier Lagen, die alle 0,3 haben, das ist auch machbar, ja. Es gibt ja dreilagige teilweise und ich glaube in Asien gibt es sogar einige Firmen, die sogar vier Lagen da rein tun. Wie kommt es, dass es auf dem Markt so viele Begrifflichkeiten gibt? Sind das verschiedene Sorten oder verschiedene Gewebearten? Es gibt, ich sag mal, alleine von der Kohlefaser gibt es, ich weiß nicht, wahrscheinlich sogar 1000 unterschiedliche Gewebe oder Gelege wird es auch genannt. Je nachdem, für welchen Zweck gehen die Hersteller hin und die weben die Sachen anders. Man kann die Sachen engmaschig weben, man kann die ganz dicht aneinander tun oder relativ weit auseinander. Das ist je nach Zweck, wofür die Kohlefaser verwendet wird. Später ist das also unterschiedlich. Also da gibt es wirklich 1000 verschiedene Kombinationen von diesen Fasern. Teilweise auch gemischt, wie hier jetzt Cylon mit Carbon. Dann kann man die in alle möglichen Richtungen legen, die Fasern unterschiedlich. Und da ist eine Vielfalt, die ist eigentlich gigantisch, also groß. Das heißt, man könnte sich bei den Geweben auch zum Beispiel aus dem Rennsport bedienen? Richtig, das ist zum Beispiel aus dem Rennsport. Wir sind ja hier relativ nah am Nürburgring und der Vertreter der Marke, der sitzt da relativ gut immer an dem Neuesten, was die Rennsportleute da verwenden. Und wir haben das relativ einfach von denen bekommen. Es ist normalerweise ganz schwer, daran zu kommen, an das Material, weil wir Tischfitnessleute sind nur klein oder wir haben nicht so einen großen Bedarf an so einem Material. Und durch die Nähe zum Nürburgring geht es einigermaßen, kann man diese hochwertigen Fasern relativ gut kriegen. Ja. Und man spricht ja häufig von Carbonfasern, aber könnte man auch ganz klassisch eine Baumwolle? Fasern nehmen. Man kann eigentlich alle Fasern, Baumwolle, Flachsfasern gibt es inzwischen. Es gibt sogar verschiedene Getreidefasern oder Fasern sogar, die aus Gras gemacht sind. Gibt es inzwischen, war vor kurzem auf einer Messe eine Schweizer Firma, die stellt Fasern aus Gras inzwischen her. Ist sehr interessant, riecht zwei Jahre lang, bleibt der Grasgeruch in der Faser mit drin und man kann es so verarbeiten, wie man ein ganz normales Gelege verarbeitet, also wie Kohlefaser oder Basalt jetzt, ist eigentlich ganz gut.
ersten Tests werden demnächst kommen. Mal gucken, das riechende Holz. Mal sehen, ob es funktioniert. Weiß ich nicht, ich habe es noch nicht probiert. Aber machbar ist das. Es gibt relativ viele Fasern in dem Markt, ja. Seit wann werden Kunstfasern im Tischtennis eingesetzt? Also ungefähr, schätze mal, Ende der 70er Jahre, glaube ich, war es. Da hat die Firma Butterfly die ersten Carbonschläger auf den Markt gebracht. Hatten die Geschichte damals auch patentiert gehabt und hatten die Rechte an den Schlägern, waren aber so nett, so freundlich und haben dann das Patent einfach nachher freigegeben und haben gesagt, jeder, der Carbon-Schläger machen will in Zukunft, der kann den machen, ohne dass er irgendeine Lizenzgebühr oder irgendwas zahlen muss. Das war ein feiner Zug der Firma Butterfly.